Willkommen zurück zu einer Lunde League of Legends. Zu einer Runde League of Legends. Ich spiele ein Botmatch, obwohl ich letzt, wie man sieht, Level 20 bin. Aber ich möchte mal einen neuen Charakter ausprobieren. Im Jungle. Und deswegen schauen wir mal, was so passieren wird. Wir haben ein Match. Shit, Jungle. Dann spielen wir ADC Bot. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Was macht der da? Ich wollte auch mal ein Lucian Match zeigen, dann zeige ich ein Lucian Match. Everybody dies. Some just need a little help. Na. Habe ich einen Support? Illaoi ist wahrscheinlich der. Nee, das ist nicht der Support. Das ist mit. Ja. Genau den Despros hat. Genau den wollte ich auch ausprobieren. Ich wollte ein Nocturne-Match machen. Wobei ich auch überlegt hatte, ich könnte ein Kha'Zix-Match machen. Weil Kha'Zix habe ich auch in der Liste und habe es noch nicht gespielt. Habe ihn noch nicht gespielt. Und ja. Jetzt habe ich das Problem, dass die Aufnahme sehr ruckelt. Ah, und sobald ich den. Hehe, sehr cool. Sobald ich den Startscreen ausschalte, die Aufnahme vom Launcher, ist alles in Ordnung. Wen haben wir denn? Wir haben auch einen Nocturne als Gegner. Das ist interessant. Wir haben einen Syrah. Ich werde wahrscheinlich alleine gegen Syrah Nocturne. Gegen wen werde ich denn stehen? Also Kaylee und Galio spricht eigentlich für Top. Und Annie ist mit. Dann müssen eigentlich Syrah und Nocturne bei mir rumgammeln. Der Illaoi-Spieler scheint, ja, und der Rek'Sai-Spieler auch, die scheinen komplett am Anfang zu stehen, weil die haben nur Heal und Ghost. Und zumindest der Nocturne hat eine Keystone Mastery. Könnte sehr, sehr spannend werden. So, ich weiß noch nicht, was ich mir als Skill gönne. Doch, weiß ich. Ach komm. Man wartet normalerweise ja erst, wenn man in der Lane ist, dass man sehen kann, was denn der Gegner pickt, was denn so rumrennt. Ich mache das jetzt einfach trotzdem, weil es ja noch ein Bot-Match ist, mache ich so, dass ich einfach den Standard-Skill pick. Ja, ich bin unterwegs. Vision Ward. Was? Vision Ward als erstes Item? Ach, Illaoi. Und Boots. Okay, ich glaube, Illaoi ist eher Support. Aber trotzdem kein Support. Alter. Triple Top. Okay, das könnte spannend werden. Triple Top nur mit, kein Support. Wie schreibt man Ridiculous? Keine Ahnung. Ich schreib nicht. Ich werde wahrscheinlich außer Nocturne später alle muten müssen. So, denn ich will nicht stealen. So, jetzt. Und wir haben Kaylee und Syrah. Enemy Double Kill, das hört sich doch schon sehr schlecht an für den Anfang.
Ich brauche mal den Trank. Christ. Ich habe keine Erfahrung mit Kaylee, das ist mein Problem. Und mit Syrah auch nicht. Ich brauche Tränke. Warum? Was macht Rexa jetzt Spot? Der Rek'Sai soll mittig gehen, weil wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn ich ein bisschen leveln kann. Ah, das ist ein Intentional Feeder. Das ist das Problem. Lass mal wegchargen. Mal gucken, was Illaoi macht. Ah ne, Illaoi ist gut. Illaoi und Echo spielen im Team. Die sind zusammen. Der Rek. Der get wrecked. I've got a cure. Das Problem ist natürlich, wenn man alleine gegen zwei ist, hat man natürlich viel schlechtere Chancen. Aber man kann trotzdem gut pushen. Lucian gefällt mir als Charakter eigentlich sehr, weil dieser sehr bewegliche ADC ist extrem spaßig. Sehr beweglich, hat einen Doppelschuss, kann sich noch mehr noch mehr Movement Speed geben. Wenn ich nämlich das auf den Gegner mache und dann meine Passive drauf verwende, kriege ich doppelt Move Speed. Oder kurzzeitig mal mehr Move Speed so rum. Ja, jetzt fahren wir mal ein bisschen. Okay, ich lasse mich mal zurückfallen. Indem ich nur noch wirklich Last hitte. Ah, Minion Block. Danke. Okay, jetzt muss ich eh weg. Ich habe auch keinen Mana. Okay, dieser Rek'Sai, der regt mich jetzt schon auf. So, ich mache jetzt mal was immer normalerweise nicht macht. Ah, 750, das ist ein bisschen zu viel noch. Dann machen wir so. Ah, noch ein Trank kommen. Ich baue eine Tier. So, jetzt schauen wir mal nach dem. Hier, 04. Also gut. Anordnen bringt auch nichts bei Double Top. So, Illaoi hat uns gerade gut geholfen. Das war praktisch. Dann will ich mal hier warden, auch wenn es im Botmatch eigentlich nichts bringt. Aber das sollte man sich angewöhnen. Q wird gemaxt. Das war ein sehr offensiver Q. Sehr offensiver E. Das war ein defensiver E. Bisschen hektisch.
aber läuft. Könnte der Nocturne mal ganken? Irgendwie habe ich den Nocturne noch nie bei mir gesehen. Gut, aber wahrscheinlich im Top auch nicht. Mal gucken. Blau, also Slowing Smite. Da ist Rexa wieder. So, wir haben unsere Ult. Nock hat gerade seine verwendet. So, ich habe den Assist gekriegt. Ja. Aber ich kann gerade nicht last hitten. Und Kaylee kommt. Oh Gott. Skillshot fast ausgewichen. So, die Tier an sich ist jetzt nicht das wichtige Item, aber wenn man die aufrüsten kann zum Muramana, dann wird das für Lucian recht stark, auch für Lucian. Das ist ein Build, das habe ich mal gesehen bei Cutie Pie und das fand ich ganz interessant, weil ich das auf Ezreal selbst spiele. Dass man mit der Tier und dem Muramana anfängt. Weil der Punkt dahinter ist, ich hätte natürlich auch mehr Items vom Muramana nehmen können. Ne, hätte ich nicht. Der Punkt ist, da macht man dann Bonusschaden nach jedem Mal, wenn man Skill verwendet hat. Und da ich eigentlich sehr viele Skills verwende und mein Charge vor allem dann fast kostenlos wird, immer wieder geht. Ist das recht effektiv? Aua, das war schmerzhaft. Krank. Okay, das war schlecht. Ich habe ewig keinen LoL mehr gespielt, das ist mein großes Problem. Vor allem, ich habe noch Heal und Flash, das ist das Dümmste dran. Okay, da musste ich jetzt schnell raus. Da auch. Muss mich mal heilen, sonst sterbe ich, glaube ich, auch noch am Turm. Sehen, wo Nocturne ist top on the way. Super. Ich bin alleine im. Ah. Ilaoi ist da. Was macht. Was hat Ilaoi vor? Es
zwar der Versuch zu ganken, aber das macht man doch nicht. Indem man einfach reinrennt. Oh, da ist eine Blume, die explodiert gleich, glaube ich. Wenn ich da reinlaufe, explodiert die wahrscheinlich. Das war der feindliche Nocturne. Das war der freundliche Nocturne und der ist wieder nur im Top. So, jetzt lasse ich mich wieder zurückfallen. Immer schön hin und her gehen. Nicht overextenden. Sagt unsere Tier 106. Das war overextended. Aber ich hab's überlebt. Noch sind Tränke gut, bald werden sie aber recht schlecht. Ah, Nocturne kommt mal in Bot. Ich glaub's ja nicht. Nee, Nocturne holt nur sein Blue. Okay, der Tower ist weg. Okay, die Ult war übertrieben. Die hätte ich nicht mehr machen müssen. Diese blöde Blume, die man beschwört. Ja, das war sehr schlecht wieder. Go get her. Danke, ich habe noch einen Assist gekriegt. Ich stehe natürlich mit meinen Stats gerade auch nicht gut. 030 ist nicht gut für einen ADC. Aber besser als dieser Feeder hier. Schau mal, Drake. Ob der... ob denn vielleicht mal jemand holen könnte. Wunderbar. Der Rek'Sai macht nichts. Und die Annie macht auch in Mid einfach, was er will. Oh Gott, dran rausgekommen. Super, trotz Heal und allem. Ah, was soll denn das? So, die Syrah rotiert gerade in die Mitte.
So, das war jetzt natürlich Formsache, den Kill zu holen. Okay, wir haben den Drake. Das gibt uns mehr Angriffsschaden. Mehr Schaden ist immer gut. So. Okay, roter. Und wir haben einen Turret, woher auch immer der kam jetzt. Wie, da war ich schon in Turmreichweite. Das ist übel manchmal. So, jetzt. Sobald man einen Skill verwendet mit Ziel, kriegt man sofort Turm-Aggro. Und natürlich ist Rexham wieder gestorben. Okay, das halten die nicht. Halten die das? Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt auch da. So, Syra besiegt, schnell an dem, an der blöden Pflanze vorbei. Dieser Superminion ist natürlich extrem stark. So, jetzt gehe ich wieder in die Mid. Bot-Position. Nee, gehe ich nicht. Oh Gott, macht der einen Schaden. Okay, da war ich nicht beteiligt. Schade eigentlich. Ich muss mal in die Base. Ich muss mich heilen. Und ich brauche eigentlich den hier. Was macht Rek'Sai da? Okay. Natürlich. Rek'Sai wird natürlich von der Paranoia getroffen. So, was sagt mein Muramana? Naja, okay. Es wird langsam. So, ich versuche jetzt irgendwie dagegen anzupushen. Auch wenn er meinen Schaden natürlich fehlt. Aber wenn wir die Gegner auch ein bisschen zum Verteidigen zwingen, dann haben wir natürlich einen Vorteil. So, da muss ich warten. Shut down.
No. Your turret has been destroyed. Wenn wir das verlieren, dann verlieren wir es richtig oder gar nicht. Ja, jetzt will ich mal gucken, wegen Geld, Schaden und so weiter. Moment. Pupp. So, im Graphen. Okay, mein Schaden hätte besser sein können, aber insgesamt... Ja. Naja. Das war jetzt mal eine Niederlage. Kann auch passieren, wenn man eben einen feedenden Rek'Sai hat. Ich habe noch nicht mal reportet. Ist natürlich ein Scheiß, aber kann passieren. Ja, wenn es euch trotz allem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.